Kutteln haben Sie dazu bereitet, Herr Siebeck. Und das ist hier unterschrieben im Kochbuch der verpönten Küche. Kutteln, das Böse in unserer Küche hat einen Namen. Und es sieht ja auch wirklich hier aus wie eine Wolldecke. Also, Kutteln, vielleicht erklären Sie das den Kochunkundigen nochmal, was das genau ist. Kutteln ist ein Teil des Rindermagens oder nein, des Magens von allen Wiederkäuern. Auch Schafe haben Kutteln und auch die kann man essen. Die gehören zur provenzalischen Küche. Man isst sie gerne mit Schafsfüßen zusammen. Und Pied de Paquet heißt das dann. Aber ja, was sind Kutteln? Ne? Das ist ein Teil des Magens und das sieht dann aus wie so eine Badematte, die man in die Wanne legt, damit man nicht ausrutscht, wenn man duscht. Mhm. So sieht es aus. Man könnte auch sagen, sieht aus wie das goldene Vlies. Natürlich. Meistens gibt es sie aber nur vorgeschnitten beim Metzger. Man kriegt also, wenn man diese ganzen großen Stücke überhaupt nicht. Aber aus Ihrer Sicht ist das Beste, wenn man die großen Stücke hat. Viel schöner, man kann das alles dann selber in das richtige Maß schneiden. Wie es sich für eine Nation gehört, die im Bewusstsein ihrer kulturellen Überlegenheit noch die ärmlichste Brotsuppe ihrer Vorfahren für Kochkunst hält, fühlt sich die Deutsche vom Bösen unmittelbar bedroht. Das Böse in unseren Küchen hat einen Namen, nämlich Kutteln. Das ist vom Tonfall her, Herr Siebeck, so ein bisschen so wie, Leute, kapiert doch endlich. Jetzt könnte ich mir vorstellen. Das ist auch gemeint. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es auch durchaus eine logische Folge hat in Ihrer schriftstellerischen oder kulinarischen Karriere. Am Anfang, Sie fangen an, sagen: Leute, guckt euch an, was die Leute da in Frankreich machen. Die heiligen, die würdigen das Essen. Fangt damit an. Und jetzt, einige Jahrzehnte später, kriegen Sie mit, die Deutschen essen besser. Sie legen mehr Wert darauf und jetzt kommen Sie mit den Feinheiten. Ist das ungefähr so? Ist das der Weg, den Lehrer Siebeck gegangen ist? Das kann man so sagen, ja, ja.